Willkommen beim ADAC Fahrbericht. Heute mit dem BMW iX3, also der rein elektrischen Variante des bekannten BMW SUV. Ich möchte heute mal schauen, wie alltagstauglich dieses Fahrzeug ist. Und während meiner Fahrt schauen wir uns Dinge an, wie zum Beispiel das Kofferraumvolumen, die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Thema Fahrkomfort, aber auch das Infotainment, die Fahrdynamik, die Geräuschentwicklung und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Fragen zum Auto habt, dann bitte einfach einen Kommentar schreiben. Der wird schnellstmöglich beantwortet. Jetzt geht's aber auf die Straße mit dem BMW iX3. Mein Testwagen, der wird angetrieben von einem Elektromotor und zwar an der Hinterachse über ein einstufiges Getriebe. Und dieser Motor, der leistet maximal 210 kW bzw. 286 PS. Dazu gibt es dann nochmal 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und wir haben hier an Bord eine 73,8 Kilowattstunden große Batterie und BMW gibt den Verbrauch des Autos an mit 18,9 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer und gibt die maximale Reichweite an mit 453 Kilometern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 soll das Fahrzeug schaffen in nur 6,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist begrenzt bei 180 Kilometern pro Stunde. Mein Testwagen, der fährt vor in der Farbe, die nennt sich Mineralweiß Metallic und ich finde, die passt auf der einen Seite super zum Auto, zum anderen aber auch sehr gut zum Thema E-Mobilität. Von vorne auf den Wagen geschaut, der ist 1,89 Meter breit ohne Spiegel, rechnen wir die Spiegel mit rein, werden daraus 2,14 Meter und ich finde, man sieht das von vorne, der ist wirklich recht kraftvoll, recht bullig. Verglichen mit dem Verbrenner gibt es hier schon so ein paar Unterscheidungsmerkmale und das, was am ehesten auffällt, ist ganz klar der Kühlergrill, denn der ist zum einen nicht nur fast komplett geschlossen, das typisch für ein E-Fahrzeug ist, sondern der hat auch diese blauen Einleger und das wiederum ist typisch für BMW, wenn wir über das Thema E-Mobilität sprechen. Dieses Blau, das finden wir auch hier wieder in den Scheinwerfern, die sind übrigens bereits in der Basis schon als sogenannte adaptive LED-Scheinwerfer ausgeführt, das heißt, ihr könnt hier auch in der Nacht blendfrei fahren, auch mit vollem Licht. Wir jedoch haben das BMW Laserlicht an Bord und das heißt, hier werden 1.700 Euro extra fällig. Dafür gibt es aber auch eine deutlich verbesserte Leuchtweite. Schauen wir weiter runter, dann finden wir hier einen sehr kraftvollen vorderen Stoßfänger. Der ist gestaltet zum einen mit glänzendem Schwarz, hier in der Mitte zum Beispiel mit dem großen Lufteinlass und hier der Sensorik. Zum anderen aber auch wieder mit blauen Bereichen, wie zum Beispiel hier außen, haben wir auch wieder glänzendes Schwarz und dann diese blauen Elemente. Und das Ganze sorgt einfach für sehr viel Kontrast und vor allem werden durch diese Teile hier die Außenseiten des Fahrzeugs betont. Und damit steht er richtig schön satt und kraftvoll auf der Straße. Und ich finde, BMW spielt hier sehr schön mit den Kontrasten, den Farben und den Formen und sorgt so dafür, dass dieser iX3 von vorne seinen ganz eigenen Look hat. Die Basisausstattung des iX3, die ist extrem umfangreich. Immer mit an Bord sind unter anderem ein Panorama-Glasschiebedach, ein Sportlenkrad, vorne Sportsitze, elektrisch verstellbar, beheizbar mit Memory-Funktion, ein voll digitales Cockpit, ein 12,3 Zoll großer Touchscreen fürs Infotainment, Apple CarPlay, Android Auto, induktives Laden und vieles, vieles mehr, unter anderem sogar ein adaptives Fahrwerk. Ihr könnt dennoch für das Auto ein paar Extras bestellen, das sind nicht viele. Dazu gehören so Dinge wie das Head-Up-Display oder hier diese im M-Design gestalteten Gurte. Aber zum Beispiel auch das adaptive M-Fahrwerk, das dann ein bisschen sportlicher ausgelegt ist. Viel mehr gibt es aber tatsächlich nicht. Und deswegen finde ich, kann man die Basisausstattung vom Auto im Grunde genommen schon als Vollausstattung bezeichnen. Das Platzangebot hier vorne im iX3, das ist wirklich mehr als ordentlich. Ich sitze hier mit meinen 1,95 Meter schön aufrecht, habe über dem Kopf noch ein bisschen Luft, fühle mich wohl, habe Platz um die Schultern, habe eine gute Sitzposition auch bezogen auf die Beine, habe das Lenkrad so, wie ich es haben möchte, einstellen können. Alles völlig problemlos, fühle mich hier tatsächlich wohl. Der Sitz, den wir hier an Bord haben, das ist serienmäßig ein Sportsitz und deswegen bietet er natürlich reichlich Seitenhalt, aber auch wirklich mehr als genug Komfort. Ich habe hier unter anderem die Möglichkeit, die Beinauflage zu verstellen und ich kann bei uns auch noch die Seitenwangen des Sitzes verstellen, sodass ich den wirklich gut auf mich anpassen kann. Was ein bisschen höher sein dürfte, das ist die Kopfstütze, zumindest für große Menschen wie mich. Für Normalgroße sollte das kein großes Hindernis sein, aber wirklich stören tut es mich beim Fahren tatsächlich nicht. Wie viel Platz im Auto hinter mir ist, wenn ich vorne sitze, das probieren wir gleich mal aus bei einem kurzen Zwischenstopp. So, jetzt der versprochene Zwischenstopp. Mein Sitz vorne ist nicht verstellt. Ich schaue mal, wie viel Platz hier hinten ist. Aber vom Einstieg her sieht es gut aus. Probieren wir es mal aus. Dieser Sitz hinten, der bietet richtig Seitenhalt, finde ich persönlich wirklich cool. Ich habe hier vorm Knie so ein bisschen Platz, habe ich noch. Viel ist es nicht, geht aber. Unterm Sitz vorne habe ich noch Platz für die Füße, obwohl mein Sitz ganz unten ist. Für die Zehen reicht es. Es ist nicht zu viel oder nicht übermäßig viel, aber es reicht völlig.
Also auch die Kopffreiheit völlig in Ordnung. Ich stoße hier nur an der Seite an, ansonsten überhaupt nicht. Wirklich sehr, sehr ordentlich. Also von meiner Seite definitiv ein Platz, wo sich auch große Menschen selbst bei einer längeren Fahrt noch wohlfühlen können. Unser Fahrzeug bietet in den vorderen Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite wirklich große Ablagen. Die sind zweigeteilt. Im vorderen Bereich kann man super eine Flasche unterbringen und dahinter das Fach ist auch nochmal richtig groß. In der Mittelkonsole finde ich vorne eine Ablage unter einer Abdeckung. Auf der einen Seite gibt es hier das induktive Laden, also das kabellose Laden. Dann gibt es hier die Möglichkeit, USB-Geräte anzuschließen und ich finde hier auch nochmal zwei Becherhalter. Dahinter habe ich dann die Schaltkulisse inklusive des Gangwallhebels, des Startknopfes und auch diesem Drückdrehschalter fürs gesamte Infotainment mit ein paar Kurzwahltasten dabei. Schaue ich dann weiter nach hinten, dann gibt es da die Mittelarmlehne, die ist hier nicht verstellbar. Darunter finde ich aber nochmal ein zusätzliches Fach, auch da wieder mit der Möglichkeit, Mobilgeräte zu verbinden. Wenn ich ins Handschuhfach schaue, das bietet eine ganz normale, sag mal, Standardgröße. Und auf der Rückbank, da finde ich für die Passagiere unter anderem Becherhalter in der Mittelarmlehne. Ich finde hier natürlich Ablagen in den Türen und zusätzlich hier auf der Rückseite meiner Mittelkonsole noch ein kleines Ablagefach und wiederum die Möglichkeit, Mobilgeräte anzuschließen, sodass auch für das Rear Seat Infotainment gesorgt ist. Wer sich für ein iX3 interessiert, der muss mindestens 67.300 Euro einplanen. Dafür gibt es die Basisvariante, die nennt sich Inspiring. Die ist schon sehr, sehr ordentlich ausgestattet. Die teurere Version heißt Impressive, das ist das Auto, das wir fahren. Die hat genau wie die Inspiring-Version den 210 kW starken Motor an der Hinterachse, aber ein bisschen mehr Ausstattung. Und da zahlt ihr dann 74.200 Euro in der Basis. Dafür habt ihr dann aber wirklich alles mit an Bord, was man sich wünschen kann. Die dann noch offene Ausstattung, die ihr vielleicht wählen könntet, die ist wirklich minimal. Ich habe hier im Fahrzeug die Auswahl aus vier unterschiedlichen Rekuperationsstärken und die wähle ich über das Menü Einstellungen im Unterbereich Allgemein im Unterbereich Rekuperation. Und hier gibt es einen Punkt, der heißt Adaptiv, das heißt, das Auto sucht immer automatisch die für die aktuelle Fahrsituation optimierte Rekuperationsstärke raus. Dann gibt es einen Bereich, der heißt Hoch, den kann ich wählen. Dann ist klar die stärkste Rekuperation eingestellt, das ist dieser typische One-Pedal-Drive. Und dann gibt es noch Mittel und Niedrig, ich denke, das erklärt sich von selber. Ich habe allerdings nicht die Möglichkeit, über eine Direktwahltaste diese unterschiedlichen Rekuperationsstufen zu wählen. Auch diese Schaltpedal, die wir bei anderen Autos haben und die dort genutzt werden, um das zu tun, gibt es hier in dieser Form nicht. Die einzige Alternative, die ich habe, das ist der Gangwahlhebel. Denn wenn ich den nach links ziehe, dann wechselt das Fahrzeug von D wie Drive auf B. Und dann habe ich wieder diese maximale Rekuperation. Ich finde jedoch, dass es schade ist, dass ich diese unterschiedlichen Stufen hier nicht über zum Beispiel Schaltpedal wählen kann. Denn wenn ich es machen möchte während der Fahrt, dann muss ich in Menüs suchen und das lenkt mich definitiv von der Straße ab. In der Basis fährt der iX3 vor auf 19 Zoll Alurädern. Unserer jedoch hat die 20 Zöller an Bord und zwar bereits in der Serie, denn das ist die Ausstattung Impressive. Insgesamt ist das Fahrzeug 4,73 Meter lang, hat einen Radstand von 2,86 Meter und eine Höhe von 1,67 Meter. Und das sind keine ungewöhnlichen Maße für ein SUV dieser Klasse. Das gilt auch für die Formsprache. Wir haben die typische lange Haube, die leicht schräge Front, eine leicht abfallende Dachlinie und dann einen normalgroßen Überhang am Heck. Der Wagen soll aber ein bisschen sportlicher daherkommen und das löst BMW über ein paar kleine Accessoires. Zum einen haben wir keine typischen Rathausbeplankungen, sondern hier alles in Wagenfarbe lackiert. Das macht den Wagen einfach mal weniger robust. Dann haben wir hier das M-Signet und hier diese angedeuteten Luftauslässe. Das sorgt mal für mehr Sportlichkeit. Und wir haben hier diesen großen, stark rausgestellten Schweller, der einfach das Auto stärker an die Straße presst und wirklich diese Dynamik deutlich unterstreicht. Um noch so ein bisschen mehr Schick ins Auto zu kriegen, gibt es auf der einen Seite komplett in Hochglanz ausgeführte Fensterrahmen und eine ebenfalls in Hochglanz ausgeführte Dachreling hier mit so einer Shadowline, die einfach dem Wagen ja so ein bisschen mehr extra Klasse gibt. Und am Ende dieser Dachlinie haben wir hier einen schönen weit rausstehenden Dachkantenspoiler mit seitlichen Flaps, der einfach nochmal die Sportlichkeit des Autos unterstreichen soll. Bereits in der Basis habe ich hier vor mir im Fahrzeug immer ein 12,3 Zoll großes volldigitales Cockpit und das bietet mir ein paar Individualisierungsmöglichkeiten. So kann ich zum Beispiel den rechten Bereich über eine Taste hier am Blinkerhebel einstellen und kann mir da unterschiedliche Inhalte auswählen, die ich angezeigt haben möchte. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Themen zu wählen. Zum einen kann ich sagen, ich möchte in die Kartenansicht haben, so wie jetzt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das Ganze ausschalten oder aber, wenn ich sage, es mir die Routenvorschau wichtig ist, geht das auch. Außerdem habe ich hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Fahrassistenzsysteminformationen anzeigen zu lassen. Darüber hinaus gibt es noch einen Bereich, der nennt sich beruhigter Modus. Hier habe ich einfach ein bisschen weniger Anzeige, sodass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann.
In der Mittelkonsole finde ich auch wieder einen 12,3 Zoll großen Monitor, hier allerdings als Touchscreen ausgelegt, und das ist die zentrale Bedieneinheit für mein Fahrzeug. Hier kann ich zum einen im Bereich Media die unterschiedlichen Anwendungen auswählen, wie zum Beispiel Spotify, News, das Radio oder aber auch Apple CarPlay oder Android Auto. Dann habe ich hier einen Bereich Navigation, nicht ganz unwichtig, die ist natürlich optimiert fürs elektrische Fahren, und ich kann hier sehr schnell und einfach Ladesäulen suchen. Vor allen Dingen kann ich auch genau sagen, welche Art von Ladesäule ich haben möchte. Das heißt, hier gibt es wirklich relativ viele Filter, die ich nutzen kann. Dann habe ich hier einen Bereich Car, das ist der Bereich der Einstellung des Autos, das ist der größte und umfangreichste. Und hier kann ich zum Beispiel im Bereich Laden und Klima die nächste Abfahrt planen, das Auto vorheizen lassen, die Ladelimits setzen und ähnliches. Ich kann aber auch die Fahrerprofile anlegen. Ich kann hier die gesamten Fahrzeugeinstellungen vornehmen, inklusive der Dinge wie Assistenzsysteme, Klimaanlage und vieles, vieles mehr. Also wirklich ein sehr, sehr umfangreicher Bereich. Und dann gibt es hier unten noch einen Bereich, der nennt sich Apps. Da finde ich dann zum Beispiel wieder Dinge wie Apple CarPlay, Android Auto oder aber auch den BMW Store. Insgesamt ist das ein System, das man intuitiv bedienen kann, das gut und auch schnell genug funktioniert. Und damit kommt es hier weder zu Verzögerungen noch zu irgendwelchem Frust. Für mich in der Summe ein wirklich gutes Paket. Außerdem kann ich hier auch Gestensteuerung nutzen, und das heißt, zum einen kann ich mit dem Finger nach links und rechts wippen und damit zum Beispiel die Radiosender wechseln. Ich kann aber auch die Lautstärke regeln, und das mache ich, indem ich den Finger kreisen lasse, und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie Zauberei. Am Heck unseres iX3 gibt es einige Designelemente zu entdecken, und das fängt hier oben an mit dem großen Dachkantenspoiler inklusive der schwarzen Abrisskante und den seitlichen Flaps. Der hat eine ganz eigene Form, die wir hier am Heck gleich nochmal wiederfinden. Darunter gibt es eine Heckscheibe, die bei uns nicht abgedunkelt ist, denn das wäre Teil einer Sonderausstattung, die wir nicht an Bord haben. Und dann haben wir hier die Rückleuchten, die sind übrigens immer in LED-Technik ausgeführt und sind sehr schön dreidimensional gestaltet. Vor allem der Bereich hier gefällt mir besonders gut. Ich finde, die stechen tatsächlich raus, gerade wenn man sich so anschaut, was man an anderen Fahrzeugen als Rückleuchten so sieht. Ja, weiter runter, dann finden wir hier das iX3 als Signet, als Hinweis auf das Modell, was wir fahren. Und dann haben wir hier diesen großen Heckstoßfänger. Auch da finden wir übrigens den gleichen Schwung wie hier oben. Im oberen Bereich Wagenfarbe, darunter glänzendes Schwarz, auch wieder so ein Hinweis auf die Sportlichkeit. Darunter dann in Grau gehalten hier der große Diffusor mit diesen blauen Einsätzen hier an den Seiten, die ganz klar den Hinweis auf die E-Mobilität geben sollen. Bereits in der Basis bietet der iX3 im Grunde genommen alle erdenklichen Assistenz- und Sicherheitssysteme. Dazu gehören unter anderem eine Rückfahrkamera, aber auch Notbremsassistenten, Spurverlassenswarner, ein Spurhalteassistenten, adaptiver Tempomat, eine Verkehrszeichenerkennung, einen Querverkehrwarner und viele, viele, viele mehr. Und ich kann eigentlich nur noch zwei zusätzliche Assistenzsysteme hier bestellen. Zum einen den sogenannten Parkassistent Plus, der beinhaltet unter anderem die 360-Grad-Kamera, und dann noch den sogenannten Drive Recorder, der quasi die Fahrt aufzeichnet für den Fall, dass ich das als Beweisführung brauche. Das war es aber auch schon, und deswegen finde ich, kann man hier sehr wohl, wie bei der normalen Ausstattung auch schon, von einer Vollausstattung bereits in der Basis reden. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im Auto finde ich wirklich sehr ansprechend. Ich habe hier serienmäßig bei uns im Auto eine Lederausstattung mit an Bord, und wenn ich mich dann hier umschaue, finde ich hier oben unterfüttertes Material. Ich habe hier eine weiche Innenseite der Tür, gehe ich weiter runter, dann finde ich erst hier unten bei den Ablagefächern Hartplastik. Das Armaturenbrett ist komplett Softtouch. Dann habe ich hier in der Mitte so eine Spange aus gebürstetem Aluminium, zumindest ist es die Optik von gebürstetem Aluminium. Diese Optik finde ich auch hier am Lenkrad wieder, und dazu gibt es ja natürlich diesen schönen weich gepolsterten Leder-Lenkradkranz. Schaue ich in die Mittelkonsole, dann finde ich da glänzende Schwarz. Auch das passt gut zusammen, und auch hier wieder diese Optik von gebürstetem Aluminium und dazu dann noch farbliche Akzente mit dem typischen Blau. Das Thema E-Mobilität soll natürlich hier drin auch nicht fehlen. Und wenn ich dann auf die Sitze schaue, dann habe ich hier eine schöne Lederstruktur mit Zierenlederten in der Kontrastfarbe, und auch das ist alles sehr wertig und sehr gut gemacht. Und so habe ich insgesamt hier ein Interieur, in dem man sich einfach nur wohlfühlt. Ich habe hier im Fahrzeug eine Lenkung, die ist wirklich, ja, BMW-typisch sehr schön direkt. Ich denke mal, sie könnte für so ein SUV vielleicht ein bisschen weniger präzise sein, aber mich persönlich stört das überhaupt nicht, denn der Wagen fährt immer genau dahin, wo ich mir das gerade wünsche. Die Bremse funktioniert gut, die ist vernünftig zu dosieren. Der einzige Haken hier ist, wenn ich mit dem Wagen unterwegs bin und den Fuß vom Gas nehme, dann habe ich ja zum Teil diese automatische Rekuperation, und die sorgt dann eben schon hier und da für einen Bremseingriff, den ich vielleicht gar nicht beabsichtigt habe oder nicht geplant habe. Daran muss man sich gewöhnen, aber ansonsten, wie gesagt, ist sie wirklich gut dosierbar.
Die Gasannahme, die ist elektrofahrzeugtypisch wirklich sehr schön direkt und funktioniert auch gut. Und wenn mir das alles nicht reicht und nicht knackig genug ist, dann habe ich die Möglichkeit, noch unterschiedliche Fahrmodi zu wählen. Auf der einen Seite gibt es einen Eco-Pro-Modus. Da wird das Auto einfach sehr viel sparsamer, weil alles, was unnötig Energie frisst, wird quasi abgeschaltet oder reduziert. Es gibt aber auch einen Sportmodus und wenn ich darauf schalte, dann wird der Wagen nicht nur knackiger und direkter, sondern auch lauter, denn der Soundgenerator arbeitet dann anders. Und dann habe ich tatsächlich eine Gasannahme, die ist so direkt, dass wenn ich nur ans Gas denke, der Wagen schon vorwärts schießt. Und so kommt hier tatsächlich so ein bisschen Sportwagen-Feeling auf. Die elektrische Heckklappe unseres BMW hier, die ist Serienausstattung. Dahinter verbergen sich mit aufgestellter Rückbank, zumindest laut Datenblatt, bis zu 510 Liter maximalem Stauvolumen. Klappe ich die Rücksitze komplett um, was hier auch geteilt möglich ist, dann werden daraus bis zu 1560 Liter. Das sind übrigens nur rund 40 Liter weniger als beim Dieselmodell. Ich habe hier eine schöne ebene Ladekante und darunter habe ich noch mal ein zusätzliches Fach. Da kann man super die Ladekabel unterbringen. Platz genug für ein Reserverad bleibt hier leider nicht. Ein bisschen enttäuschend hingegen bei dem Auto ist allerdings die Anhängelast, denn der Wagen wird angegeben mit nur 750 Kilo maximal gebremster Anhängelast. Wenn wir uns das Dieselfahrzeug anschauen vom X3, hier stehen 2,4 Tonnen im Datenblatt. Angegeben ist unser Fahrzeug mit 6,8 Sekunden von 0 auf 100 und ich habe jetzt hier eine Abbieger an so einem T-Stück. Wir gucken mal, wie das sich denn so anfühlt, wenn wir in der normalen Umgebung unterwegs sind. Ich drücke mal drauf. Uiuiui, der geht schon wirklich sehr gut ab. Er zeigt jetzt hier die 100 als Begrenzung. Es ist wirklich mehr als ordentlich und ich bin nicht im Sportmodus. Ich fahre hier im ganz normalen Fahrmodus. Das ist schon ja, so, dass man sagen kann, die Beschleunigung ist eines E-Fahrzeugs mehr als würdig. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen flotter über Land und dann merken wir direkt, das Fahrwerk von dem Auto macht einen wirklich guten Job. Außerdem fällt auf, der Wagen ist wirklich flüsterleise. Wir fahren jetzt gerade 100 auf einer Landstraße. Und wir hören eigentlich vom Auto überhaupt gar nichts. Keine Windgeräusche, den Reifen minimal. Das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit des Autos 180 Kilometer pro Stunde. Auch das probieren wir jetzt mal aus. Ich hoffe, dass die Bahn frei ist, dass wir hier ein bisschen Gas geben können von Anfang an. Und dann am Schluss eben, wie gesagt, relativ schnell wieder auf die Normalgeschwindigkeit kommen. So, jetzt geht's los. Auffahrt auf die Autobahn. Ich trete mal durch. Und wie wir sehr schnell feststellen, der Wagen beschleunigt wirklich richtig gut. Wir haben dieses BMW-Geräusch. Wir sind jetzt schon bei 160, 170. Jetzt kommen erst die Windgeräusche. Und jetzt haben wir die 180 erreicht. Also ich denke, das spricht tatsächlich für sich. Der Wagen ist relativ schnell oder sagen wir vielleicht sogar pfeilschnell bei der Beschleunigung. Zieht einfach so durch bis zu 180 und bietet tatsächlich sehr viel Komfort, gerade bezogen auf das Geräuschniveau. Sehr ordentlich. Wenn ich jetzt mal sage, ich fahre hier 120, so wie jetzt, habe ich minimale Windgeräusche. Den Motor höre ich überhaupt nicht. Ich höre jetzt gerade den LKW neben mir, aber ganz im Ernst, das ist wirklich extrem ruhig, extrem leise und damit eben sehr komfortabel. Für den normalen X3 gibt es eine recht große Motorenpalette und die besteht aus Benzinern, Diesel- und Plug-in-Hybriden. Und hier gibt es Leistung von 184 bis rauf zu 510 PS, zumindest wenn wir den X3 M Competition mit einbeziehen. Es gibt jedoch nur diese eine Elektrovariante und das heißt, wir reden hier über 210 kW bzw. 286 PS. Wir reden über 400 Newtonmeter und wir reden über einen Motor, der die Hinterachse antreibt. Was hier vorne auffällt, ist, wir haben eine große verkleidete Fläche im Motorraum. Leider gibt es hier keinen vorderen Kofferraum, wie wir das bei anderen Elektrofahrzeugen häufig sehen. Und das, obwohl es so scheint, als wäre hier mehr als genug Platz dafür. Ich habe hier bei mir im Auto ja immer mit an Bord den adaptiven Tempomaten und der macht hier tatsächlich einen guten Job, kann man natürlich auf der Autobahn prima ausprobieren. Der hält schön den Abstand zum Vordermann. Wenn ich auf ein langsameres Auto aufrolle, dann wird ganz sanft die Geschwindigkeit rausgenommen. Wenn ich zum Beispiel den Blinker dann setze und will an dem anderen vorbei, dann macht er auch das vernünftig. Er beschleunigt früh genug, sodass es nicht zu irgendwelchen unangenehmen Verzögerungen kommt. Was ich außerdem machen kann, ich kann hier im Auto über die Taste Mode am Lenkrad umschalten auf das sogenannte Assisted Driving und dann kommt mit dazu der Spurhalteassistent. Und das ist sehr schön, weil der Wagen wirklich dadurch sehr schön automatisch in der Spurmitte gehalten wird. Das bedeutet, dass ich auf der Autobahn einfach entspannter fahren kann und natürlich auch noch mal sicherer unterwegs bin.
Ebenfalls Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit der Navigation. Das heißt, das Auto nimmt zum Beispiel, wenn laut Route das Abfahren von der Autobahn geplant ist, schon mal automatisch Geschwindigkeit raus. Und so habe ich hier ein sehr schönes System, das ineinander greift, das gut miteinander und sehr effizient arbeitet. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt bei dem Spurhalteassistenten, ist, wenn ich den Spur wechseln möchte und mal vergesse, den Blinker zu nutzen, dann lenkt der Wagen doch schon recht stark dagegen. Da muss man sich dann wirklich darauf konzentrieren, dass man die Spur noch wechseln kann. Ansonsten bleibt man einfach stumpf auf der man vorher war. Für den iX3 bietet BMW tatsächlich nur einen Antriebsstrang und auch nur eine Batteriegröße an. Und das heißt, wir reden hier über 210 kW bzw. 286 PS an der Hinterachse. Und wir reden über 80 kWh brutto bzw. 73,8 kWh nutzbare Kapazität. Das Fahrzeug kann geladen werden, natürlich an der Haushaltssteckdose, dauert bei der Ladeleistung aber selbstverständlich ewig. Ihr könnt den Wagen aber auch mit Wechselstrom laden und hier zum einen an der heimischen Wallbox oder aber der öffentlichen Ladestation. Und da sagt BMW, es dauert von 0 auf 100% circa 7,5 Stunden. Schneller geht's, wenn ihr an den Schnelllader geht, also mit Gleichstrom. Und das könnt ihr hier sehen, ist problemlos möglich. BMW gibt hier die maximale Ladeleistung an mit 150 kW und sagt, von 10 auf 80% soll es rund 34 Minuten dauern. Dadurch, dass wir die Impressive-Variante des Fahrzeugs fahren, haben wir hier immer auch ein Head-Up-Display mit an Bord. Und das ist wirklich sehr angenehm, denn das ist zum einen wirklich gut ablesbar. Zum anderen bietet es nicht nur Informationen über die aktuell gefahrene Geschwindigkeit oder über die erlaubte Geschwindigkeit, sondern es blendet auch noch zusätzliche Verkehrsschilder ein. Es weist hin zum Beispiel auf Stoppzeichen, es weist hin darauf, wenn ich falsch herum in der Einbahnstraße fahre. Und es bietet auch bei der Navigation wirklich die Anzeigen, die mir helfen, sicher und einfach ans Ziel zu kommen. Und damit hat das für mich hier im Auto definitiv einen echten Mehrwert. Das war der ADAC-Fahrbericht zum BMW iX3, also dem rein elektrischen BMW X3. Das Exterieur des Fahrzeugs finde ich wirklich gelungen, denn er hebt sich klar vom normalen X3 ab, aber das Ganze ohne zu übertreiben. Wenn ich ins Auto reinschaue, dann finde ich da drin BMW-typisch wirklich gute Materialien, sehr ordentlich verarbeitet. Ich finde vorne wie auch hinten ordentliche Platzverhältnisse und auch das Kofferraumvolumen ist absolut alltagstauglich. Darüber hinaus bietet das Auto eine unglaublich umfangreiche Basisausstattung und das gilt nicht nur für die allgemeine Ausstattung, sondern auch für die Assistenz- und Sicherheitssysteme. Hier kann man kaum noch etwas dazu bestellen. Das Fahren mit dem Wagen macht richtig Spaß, der hat mehr als genug Leistung, liegt gut auf der Straße und man gewöhnt sich doch sehr schnell an das Auto und so kann man jede Fahrt, egal ob etwas sportlicher oder etwas ruhiger, egal ob in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der Autobahn, wirklich genießen. Dann ist da noch das Thema Preis und da sieht es so aus, dass das Auto halt rund 67.000 Euro in der Basis kostet. Das ist wirklich nicht wenig, aber dafür kommt er eben sehr gut ausgestattet daher und ausstattungsbereinigt ist er dann im Grunde genommen nicht teurer als ein entsprechender Benziner oder Diesel. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Format gefällt und lasst bei der Gelegenheit bitte direkt auch ein Abo und oder gerne ein Like da und vergesst dabei nicht, auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keinen unserer ADAC-Fahrberichte mehr verpasst. Wenn ihr Fragen zum Auto habt, bitte einfach einen Kommentar schreiben, der wird so schnell wie möglich beantwortet.